Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie eine virtuelle Boxmaschine auf VMware, Hyper-V und umgekehrt übertragen. Sie erfahren, wie Sie virtuelle Maschinen zwischen den hypervisoren VMware, Hyper-V und VirtualBox konvertieren können. Wenn Sie eine virtuelle Maschine in Oracle VirtualBox erstellt haben, können Sie sie in ein anderes Programm wie VMware oder einen Hyper-V-Server verschieben und bei Bedarf bei die Konvertierung zurück durchführen. Was VirtualBox betrifft, so ist es, was die Formate betrifft, ziemlich vielseitig. Der Hypervisor unterstützt alle mehr oder weniger bekannten virtuellen Festplattenformate und ist in der Lage, Festplatten von einem Format in ein anderes zu konvertieren. Es ist also ganz einfach, eine Festplatte aus dem Navigieren WD-Format von VirtualBox in WHD oder WMDK zu konvertieren. Das folgende Video gibt einen detaillierten Einblick in die Migration virtuellen Maschinen von einem Hypervisor zu einem anderen. VirtualBox und VMware verwenden unterschiedliche Formate für virtuelle Maschinen, unterstützen aber beide das standardmäßige offene Virtualisierungsformat. Konvertieren Sie eine vorhandene virtuelle Maschine in das OVF oder OVA-Format und importieren Sie sie in ein anderes Virtualisierungsprogramm. Bevor Sie mit der Migration einer virtuellen Maschine beginnen, vergewissern Sie sich, dass sie in VirtualBox ausgeschaltet und nicht angeschaltet ist. Wenn der Rechner inaktiv ist, starten Sie ihn und klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterfahren. Gehen Sie dann auf die Menüschaltfläche Dateien und wählen Sie Konfiguration Exportieren. Wählen Sie aus der Liste die zu migrierende virtuelle Maschine aus, Weiter. Geben Sie im nächsten Fenster den Ort an, an dem die Konfiguration gespeichert werden soll. Und klicken Sie auf Weiter. VirtualBox startet dann den Exportprozess in eine QA-Datei, die wir dann in VMware importieren können. Dies kann je nach Größe der Dateien auf der Festplatte der virtuellen Maschine einige Zeit dauern. Um eine gerade erstellte OVA-Datei zu importieren, öffnen Sie VMware . Klicken Sie auf Datei, öffnen, geben Sie den Pfad zu der zuvor erstellten Datei und klicken Sie auf Öffnen. Im geöffneten Fenster geben Sie den Namen der virtuellen Maschine und den Speicherpfad an, durchsuchen, OK, importieren. VirtualBox und VMware sind nicht vollständig kompatibel, sodass Sie wahrscheinlich alle Importvermeldungen erhalten werden, da die Datei nicht mit der OVF-Spezifikation übereinstimmt. Wenn Sie jedoch auf Wiederherstellen klicken, sollte die virtuelle Maschine als Ergebnis importiert werden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie die virtuelle Maschine in VMware starten. Wenn Sie beim Starten einen Fehler wie diesen sehen und der Rechner daraufhin nicht startet, versuchen Sie folgende Einstellungen. Schalten Sie die virtuelle Maschine aus und geben Sie zu den Einstellungen der virtuellen Maschine Partition, CD, DVD, entfernen Sie den Datenträger. Die virtuelle Maschine sollte nun ohne Fehler starten. Nun müssen Sie nun das VMware-Tools-Paket installieren. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können.
Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Um eine virtuelle Maschine von VMware nach VirtualBox zu übertragen, vergewissern Sie sich, dass die virtuelle Maschine, die Sie importieren möchten, nicht angeschaltet oder angehalten ist. Andernfalls starten Sie sie und beenden Sie sie. Markieren Sie dann im Programmfenster die virtuelle Maschine, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf die Menütaste Datei Exportieren nach OWF. Wählen Sie den Ordner, in dem die Konfigurationsdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf Speichern. Warten Sie, bis der Export in eine Datei abgeschlossen ist. Öffnen Sie dann VirtualBox, klicken Sie auf Datei und wählen Sie Konfiguration importieren. Geben Sie dann Pfad zu der zuvor erstellten OWF-Datei an und klicken Sie dann auf Öffnen und Weiter. Im nächsten Fenster können Sie den Speicherort der zukünftigen virtuellen Maschine ändern. Die Festplatte werden im WD-Format exportiert. Klicken Sie zur Bestätigung auf Fertig. Sobald der Konfigurationsimport abgeschlossen ist, können Sie die virtuelle Maschine starten. Wenn das Gerät beim Starten hängen bleibt, versuchen Sie, die Einstellungen zu ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken. Wenn Sie hier eine Warnung sehen, dass die Software falsche Einstellungen erkannt hat, müssen Sie diese ändern. In meinem Fall ist die Grafikkarte nicht richtig konfiguriert. Um dies zu ändern, öffnen Sie Anzeige und ändern Sie auf der Registerkarte Bildschirm den Typ des Grafikcontrollers auf dem empfehlenden VMware Server. Okay. Die virtuelle Maschine läuft jetzt ohne Probleme. Sehen wir uns nun an, wie man eine Festplatte von WD-Format für VirtualBox in das VHD-Format für Hyper-V konvertiert. Sie können dies über die Befehlszeile und das Dienstprogramm VBoxManage.exe tun. Für mein Beispiel nehme ich also eine virtuelle Maschine mit dem Betriebssystem Linux, das ich in diesem Pfad gespeichert habe. Speichern Sie die konvertierten Dateien in einem anderen Ordner. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus und wechseln Sie in das VirtualBox-Programmverzeichnis. Geben Sie den Konvertierungsbefehl ein, der dann wie folgt aussieht. Pfad zur WD-Datei und zweiter Pfad zum Speichern der WD-Datei. Der Befehl erstellt eine Kopie des Laufwerks im angegebenen Verzeichnis in dem gewünschten Format. Starten Sie dann Hyper-V auf dem Server, auf den Sie die virtuelle Maschine migrieren möchten. Erstellen Sie eine neue Maschine und geben Sie den Namen und den Ordner an, in dem sie gespeichert werden soll. Wählen Sie dann im Schritt zur Erstellung des virtuellen Laufwerks die Option Vorhandenes Laufwerk einbinden und geben Sie den Pfad zu der Konvertierungsdatei an. Starten Sie dann die virtuelle Maschine. Wie Sie sehen können, funktioniert alles.
Wenn Sie eine virtuelle Maschine von VMware nach Hyper-V migrieren müssen, können Sie dies mit speziellen Konvertern tun. Ich zeige Ihnen, wie Sie ein virtuelles VMware-DKL-Laufwerk mit Startwind in WD konvertieren können. Dies ist ein kostenloses Dienstprogramm, mit dem Sie die Festplatten Ihrer virtuellen Maschine von einer Plattform auf eine andere verschieben können. Sie können es von der offiziellen Website her herunterladen. Nach der Installation und dem Starten des Programms werden Sie aufgefordert, den Speicherort des zu konvertierenden Festplatten im auszuwählen, den Ordner anzugeben den Zielort zu bestimmen, an dem die neue Festplatte gespeichert werden soll, das neue virtuelle Festplattenformat anzugeben und die VHD/VHDX Image-Parameter auszuwählen. Geben Sie dann den Speicherort aus und klicken Sie auf Konvertieren, um den Konvertierungsprozess zu starten. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Dann übertragen Sie das Image nach VMware, starten das Programm und erstellen eine neue virtuelle Maschine. Beim Schritt virtuelle Festplatte hinzufügen, wählen Sie die Option vorhandene Festplatte einbinden und geben den Pfad zur VMDK-Datei an, die Sie erhalten. Auf diese Weise können Sie Festplatte der verschiedenen Formate konvertieren, für Hyper-V, QEMR, VMware und so weiter. Wir haben uns also eine Reihe von Möglichkeiten angesehen, virtuelle Maschinen zwischen verschiedenen Plattformen zu migrieren. Am Ende konnten wir eine virtuelle Maschine von VirtualBox zu VMware, Hyper-V und wieder zurück sowie von VMware zu Hyper-V verschieben. Dieses Video-Tutorial ist nützlich, wenn Sie auf eine andere Virtualisierungsplattform migrieren. Sie verlieren keine Daten der virtuellen Maschine und sie wird auf dem neuen Server funktionieren. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.